Ich will wissen, was da in der Kiste ist. Ich wusste nicht, dass der so rumgeht. Versuchen wir es nochmal. Wir sind da ja nicht so. Klöng. Ach, der merkt das gar nicht. Das macht es ja nur einfacher. Klöng. Super. Also geht doch. Und nein, normalerweise schleiche ich nicht immer. Beziehungsweise normalerweise lade und speichere und lade ich nicht immer. Aber ich denke mir, dass das in dem Fall durchaus gerechtfertigt ist. Und ich das auch mal machen darf. Jetzt plündern wir dem hier mal die Bude leer. Weil man kann ja eh nie wissen, was man alles noch so gebrauchen kann. Und dann... Das sieht doch schon mal gut aus. Da kämen wir raus. Das wollen wir aber noch nicht. Kräuter sammeln. Ja, super. Das ist jetzt nicht gerade so wichtig. Aber das Eisenerz ist wichtig. So, dann... machen wir das Übliche. Wieder speichern. Und dann gucken wir mal, ob wir da raufkommen. Bevor wir ihm hier noch die Bude leer klauen. Ich kenne mich ja. Genug gibt's nicht. Oh, eine Kiste. Da sind... Oh, warte mal, da fällt mir was ein. Wartet mal, wartet. Oha, da hinten schleicht noch einer rum. Hihihi. Gut, dass der gerade nicht aufgepasst hat. Sind wir denn hier in den Fässern? Nix. Okay. Wollen wir doch mal gucken, was der Typ da hinten versteckt. Oder schleichen wir darauf? Darauf oder hier weiter? Ah, ich bin so lootgeil. Kann ja nie wissen, was man an Loot noch gebrauchen kann. Geralt, mach keinen Scheiß. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und BÄM! Jawohl. Was ist denn mit ihm hier? Ach so, das ist gar kein Kerl. Das ist eine Pflanze. Ist hier noch was? Oh, eine Kiste. Hallo, Gold. Das nehme ich doch gerne. So, jetzt widmen wir uns mal dem Ganzen, was da oben sich versteckt. Go, go, Geralt. Ich bin Batman. Nee, der Hexer. Sind wir doch mal neugierig. Du hast wohl vergessen, an wem du bist, Kommandant. Und du hältst mich wohl für einen Schwachkopf. Yep. Du ziehst die Wachen von den Straßen ab und lässt sie die Teppiche, Stoffe und Gewürze bewachen, die du den Kaufleuten abgenommen hast. Das nenne ich geistig unter. Offenbar hast du keine Ahnung, welche Verantwortung du trägst. Du musst einen Alten nicht das Schnarchen lehren, Zauberin. Ich regiere Flotsam seit Jahren. Nein, die Angst vor Jorvet regiert Flotsam. Sie beherrscht sogar dich. Ich habe dir meinen Willen bereits mitgeteilt. Wie ein Quengelbalg, dem man sein Zuckerzeug weggenommen hat. Kommandant, eines Tages packen sie dich am Kragen und knüpfen dich am nächsten Baum auf. Als den gemeinen Räuber, der du bist. Auch deine Zeit kommt noch. Die mit dem Reisig unter den Füßen. Oha. Das reicht. Die Angst trübt dir die Sinne. Denk nach über das, was ich sagte, und antworte, ehe es zu spät ist. Aha. Okay, wieder was gelernt. Interessant, interessant. Dann verkrümeln wir uns doch ganz schnell und still und heimlich wieder. Okay, jetzt weiß ich nur nicht, ob die Magierin die Fäden in der Hand sieht oder trotzdem der Loredo-Typ. Weil das scheint mir so langsam eine kleine politische Intrige zu sein. Kein Wunder, dass Triss so unbegeistert davon war, dass die hier rumwuselt.
Mhm. Ich kann hier sogar spitzeln. Okay. Aber was bringt mir das? Ich bin Marietta. Marietta, die einen Schatz gefunden hat. Oh. Das Kokastrauchesblatt. Tralala. Was macht denn Marietta? Des Kokastrauches Blatt verleiht ihr Stärke. Der böse Spinnentraum verfliegt. Aha. Tralala, tralala. Ich bin Marietta, die schöne Kleine. Aha. Also die läuft hier nur rum. Schade, ich dachte, die hätte jetzt vielleicht noch irgendwas Interessantes für uns. Ach, die Scheißhörnchen. Mit denen würde ich ordentlich aufräumen. Das hat mir gleich nicht gefallen. Loredo lagert hier einige wertvolle Geschenke hiesiger Kaufleute. Er befürchtet wohl einen Angriff von Jorvet. Außerdem habe ich gehört, wie der Kommandant mit Sheila sprach. Worum es genau ging, weiß ich nicht, aber anscheinend will er ein Geschäft abschließen. Mal sehen, was er sagt. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Oh cool, Level Up. Level Up! Darf ich jetzt hier? Darf ich Konter lernen? Jawohl! Haha, endlich darf ich kontern. Super. Oh, cool. Mutieren. Vitalität plus 2. Ach so. Adrenalinzunahme bei Treffern. Art, Wirkungsradius. Oh, cool. Oh, Rüstung plus 1. Kritische Effekt. Oha, nice. Ich glaube, ich möchte Rüstung plus 1 haben. Oder darf ich mehr? Darf ich da mehr reinmutieren? Nee. Aber ich darf andere Sachen mutieren. Vitalität. Ach so, das ist bei... Oh, cool. Was ist denn das hier? Umlenken von Pfeilen. Heißt das, wenn ich die Pfeile umlenke, dass das Mutagen dann losgeht? Schwer zu sagen, deswegen lasse ich's. Ach, Quatsch, was soll's. Es wird hier noch andere Mutagene geben. Denke ich, deswegen machen wir Mutagen für kritische Effekte. Bam. Crit, crit, crit. Wir machen viel zu viel Aufhebens mit denen. Unserer Garnison gehen schon die Soldaten aus. So. Wen schert's, welcher Elfenskoyatel ist? Schlachten wir doch einfach alle. Hallöchen. Hinein. Sie warten schon. Und wohin jetzt? Das ist ja ein Riesenstall. Ihr geht nirgendwo hin, Herr. Jedenfalls nicht du. Wir haben Befehl, niemanden außer dem Hexer einzulassen. Aha. Und, Räudiger, du willst es hässlich? Das kannst du haben. Wenn du dir Krach machst, rufe ich Verstärkung. Schon gut. Bestell Loredo, dass ich die Botschaft verstanden habe. Oha. Leb wohl, Roche. Du machst doch nur ihre die sind nicht sehr freundlich, und? Möchte ich mal meinen. Aus den Belgern werden Eichhörnchen. Und die Weiber werfen immer neue. So. Kein Durchgang. Aha, okay. Dann muss ich ja mal gucken, ob ich unten durch die Tür komme irgendwie. Zum Kommandanten? Ich habe etwas für ihn. Na dann, viel Glück. Seine Laune ist miserabel. Warum musst du? Das? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Und anderswo. Oh. Wow, was war das? Da ist aber jemand zickig. Oh, was haben wir denn hier? Verschlossene Behältnisse. Benötigst einen Schlüssel, um sie zu öffnen. So, so. Na endlich! Ach, da sie ist er. Sie wollten mich nicht vorlassen, solange die Zauberin hier war. Hast du sie gesehen? Angemalt wie eine Marketenderin beim Vormarsch. Zauberin meinen, sie könnten sich alles leisten. Jojo. Ich habe gehört, was in Temerien geschehen ist. Du wirst steckbrieflich gesucht. Hässliche Sache. Aber vielleicht werden wir uns einig. Soll es einfach eine Drohung sein? Ich vertrete hier das Gesetz. Ich muss wissen, was der legendäre Weiße Wolf am Arsch der Welt sucht. Nachdem ich weiß, was du für ein Mistkerl bist... Nein, das musst du nicht wissen. Nicht meine Sache, denkst du? Hier ist verdammt nochmal alles meine Sache. Ich kann dir helfen, Geralt. Nee, ich traue ihm einfach nicht. Was soll's?
Jedem sein Recht auf Geheimnisse. Ich hoffe nur, du untergräbst nicht länger meine Autorität. Was ist mit Vernon Roche? Warum hast du ihn nicht vorgelassen? Roche? Weißt du nichts von seinem zweifelhaften Ruhm? Erst handeln, dann denken. Ja. Und wenn er handelt, fließt üblicherweise das Blut von Unschuldigen. Ja, okay, das ist was anderes. Du bist hoffentlich auf unserer Seite. Welche Seite ist das? Die der Menschen von Flotsam, die seit Jahren von Elfenbanden terrorisiert werden. Diese Wälder gehörten einst den Elfen. Aus ihrer Sicht sind die Menschen Banditen. Gewäsch! Alte Rassen! Ältere Rede! Rattenschiss! Sie brennen Menschensiedlungen nieder, vergiften die Brunnen und töten, wen sie auf den Wegen kriegen! Autsch! Hexer, du begreifst nicht. Nein, du begreifst nicht, Loredo. Ich bin selbst kein Mensch. Na was dann? Ein Elf? Zwerg? Nein. Hör schon auf mit dem Blödsinn. Meinen Arsch juckt's nicht, wenn sie dich wechselbald schimpfen. Weißes Haar hin, glühende Augen her, du bist ein Mensch wie alle anderen. Hier herrscht Krieg, da kann man nicht am Zaum rumlümmeln. Natürlich kann man das. Und die Anderlinge der Faktorei? Schmiede, Händler, Jäger? Sie jagen, essen und schlafen unter den Menschen. Auf welcher Seite stehen sie? Ich weiß es nicht. Da liegt ja der Hund begraben. Wer ums Fortbestehen kämpft, muss sich seine Verbündeten sicher sein. Aha. Die Anderlinge in Flotsam. Sicher, sie essen, ficken und scheißen mitten unter uns. Aber was, wenn Jorvet sich zum letzten Kampf aufruft? Ich glaube, du bist ein Rassist. Ich sehe so einiges. Es ist erstaunlich, dass sie euch noch nicht verraten haben. Wie? Na. Die Wachen behandeln sie wie Unrat. Ich kann mir nicht erklären, was sie hier noch hält. Ganz einfach, Geralt. Das tut der Hunger, den sie im Wald hätten. Aber diese Akte der Insubordination müssen wirklich sanktioniert werden. Aha. Der Soldat ist ein einfacher Mann. Sieht er seinen Kameraden an einem Schuss des Coyartel krepieren, fällt es ihm schwer, den Elfen freundlich anzuschauen, der seiner Frau bunte Tücher verkauft. Ja. Du bist ein Hexer. Du beschützt einfache Leute. Da macht man sich's aber ein bisschen einfach. Und ich beschütze sie vor der Gefahr, die sich unter den Bäumen verbirgt. Ja. Ich glaube, du bist einfach nur ein Rassist. Anderlinge. Ich hasse Jorvet. Feiglinge hasse ich, die Wehrlose niedermachen, statt sich Soldaten zu stellen. Diesen Hund, der da bellt, er kämpfe für die Freiheit, während er Frauen und Kinder metzelt. Er ist ein Ungeheuer, Geralt. Eine böse Macht, vor der ich die Leute beschützen muss. Wer so einem Ungeheuer hilft, der ist selbst eins. Aha. So gut, ich habe verstanden. Du sollst ihn nicht töten. Ein ganzes Kommando ist selbst für dich zu viel. Ich hätte da eine Idee, aber davon später. Die Eichhörnchen brüten was aus, rücken immer weiter zur Anlegestelle vor. Offenbar wollen sie die Barke im Hafen attackieren. Das ist schlecht. Was hat es mit der Barke auf sich? Sie soll Banditen, Mörder und Vergewaltiger ins Gefängnis von Drakenborg bringen, sobald... Sobald sie um ihren berüchtigten Anführer ergänzt sind. Mit der Kirsche auf der Torte, der großartigsten Trophäe des Bernard Loredo. Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Mit einem Jorvet in Freiheit können Menschen, Elfen und Zwerge nicht miteinander leben. Mhm. Ich muss die Pläne dieser Eichhörnchen erfahren. Wie sollte ich die kennen? Unterschätz mich nicht, Hexer. Ich habe meine Vorurteile, aber die machen mich nicht völlig blind. Nehmen wir deinen Freund Soltan. Er hatte Kontakt mit Jorvet. Soltan soll mir helfen. Er darf doch die Stadt nicht verlassen. Vertrauen, Geralt. Muss man schrittweise aufbauen. Wir haben da ein Problem, bei dem du uns helfen könntest. Eine Bestie, der Kairan genannt, blockiert unseren Hafen. Die Stadt erleidet Verluste. Töte das Monster und die Verbrechen deiner Freunde. Wusste doch, dass du ein schmieriger Dreckskerl bist. Dann kann dich Soltan zu Jorvet führen. Ich bin Hexer. Ich arbeite nicht zum Spaß. Und das kommt noch natürlich dazu. Natürlich nicht. Für den Anführer des Coyartel erhältst du einen angemessenen Lohn aus der Kasse der Faktorei. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich da noch nicht. Ich bin zu dir gekommen, habe dich angehört und jetzt reicht es mir. Du willst nicht? Nein. Du bist ein Mistkerl, Loredo. Hoffentlich stehst du Jorvet einst von Angesicht zu Angesicht gegenüber.
Und dann möge der Bessere gewinnen. Ja, das sehe ich besser. Das wird dir noch leid tun, Hexer. Mein Wort darauf. Geh mir aus den Augen. Ja. Ich habe schon andere Leute gehört, die mir gedroht haben. Und da waren mächtigere Leute bei, als du einer bist. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo plündern kann. Zutritt nur mit Erlaubnis des Kommandanten. Pack dich. Aha, okay. Dann haben wir die wohl nicht. So. Er möchte also Jorvet jagen. Interessant. Und ich soll das für ihn erledigen. Ja. Ich glaub dem Ganzen einfach nicht. Ich glaub, der bescheißt hier einfach alles und jeden und zieht die Leute über den Tisch. Und der gemeine Mann bleibt da einfach hängen. Und das sehe ich einfach nicht ein. Für so einen zu arbeiten. Das geht mal gar nicht. Und deswegen lasse ich ihn da jetzt einfach doof auflaufen. Dann schauen wir mal. Diese Folge ist leider vorbei, aber die nächste Folge kommt in den nächsten Tagen. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt. Euer Tracker. Bis dann. Tschüss.